Wir waren bisher schon bei Aulinski Tuning, bei Eventuri, bei Wagner Tuning, bei Ido Performance. Der Jimmy Pelker von PP Performance hat mich besucht. Ich hoffe, das hat euch alles gefallen. Heute gehen wir nochmal auf das Thema Fahrwerk ein. Und zwar gehen wir zu H&R rüber, zu dem Selim. Selim seit Jahren ein guter Kumpel von mir. Wir machen wirklich viel zusammen, also nicht nur Fahrwerke, sondern auch so privat. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall eine persönliche Sache, den auf jeden Fall mal zu besuchen und mal ein bisschen über das Thema Fahrwerke zu quatschen. Ich brauche nämlich unbedingt noch ein Fahrwerk für den X-Bo, der hier auf zweiter Ebene direkt hinter uns steht. Eigentlich hatte ich vor, das Fahrwerk hier auszubauen und ihm jetzt auf den Tisch zu legen. Das Ganze klappt allerdings leider nicht, weil einfach auf der Messe zu viel los ist. Da kann ich jetzt hier nicht mit einer Leiter anfangen, das Fahrwerk auszubauen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel, das Gute. Aber wir gehen auf jeden Fall mal hin, quatschen mal mit ihm drüber, was wir machen können. Und anderes Thema ist auch noch meine Limo. Die ist ja mittlerweile so leicht geworden, dass das Fahrwerk jetzt auch nicht mehr optimal ist. Merkt man auch definitiv beim Fahren, dass einfach die Federn zu hart sind oder die Dämpfer zu straff, weiß ich nicht, bin kein Fachmann für Fahrwerke, aber da muss er uns auf jeden Fall auch noch was zu sagen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber, das müsste Halle 7 sein und gucken mal, ob der gut am Arbeiten ist. Eigentlich müssten wir ja auch mal zu den Jungs von Tune It Safe gehen und mal kurz gucken, was so Stand der legalen Technik ist, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Hier sind wir. H&R hat schon immer in der Halle ihren Stand gehabt. Gefühlt wird der Stand immer größer. Auch immer mehr Autos. Die vorigen Jahre war ein bisschen mehr Rennsporttechnik, da habe ich das Gefühl. Also da hatten sie mehr Rennwagen. Jetzt haben sie so ein bisschen mehr Straßentechnik. Aber wir gehen einfach mal zum Selim, der soll was sagen. Philipp! Selim, schön, dass du da bist. Hi, alles klar? Ich wollte meine 30 Federn für die Limo abholen. Ja, gerne. Ich habe alles für dich da. Nein, Spaß. Das ist Selim von H&R. Hallo. Ich habe schon so ein bisschen Intro gemacht, habe schon gesagt, dass wir uns schon länger kennen, auch privat und so weiter. Ja. Ich habe schon ein bisschen gesagt, was wir so vorhaben in Bezug auf X-Bo, Limo und so weiter und so fort. Genau. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz vorne an und du stellst erstmal dich und H&R vor. Ja, gerne. Also, mein Name ist Selim. Viele kennen mich als Selo. Wie Philipp schon sagte, sind seit vielen, vielen Jahren befreundet. Ne, noch zu Anfangszeiten, wo das alles losging. Ja, ich bin seit 7 Jahren bei H&R. Habe ja auch durch mein Autointeresse selber, wie du ja weißt, schraube auch selber gerne, kam ich glücklicherweise direkt hier hin und habe ja Hobby zum Beruf gemacht. Und ja, H&R, Riesenunternehmen, einer der Unternehmen, was Tieferlegung und Fahrwerksoptimierung angeht. Jetzt nicht, weil ich hier arbeite, sondern aus Überzeugung auch hier. Und ja, die Firma gibt es seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da haben damals die Senioren angefangen mit Tieferlegung für E30, 190, alten Opel-Modelle. Da gab es Tieferlegung noch gar nicht. Wie sah eine Tieferlegung damals aus? Über die Feder. Ne? Also das erste Produkt war die Tieferlegungsfeder. Gibt es eine ganz witzige Story. Unsere Chefs waren damals bei einem namhaften Federnhersteller angestellt, auch in Führungspositionen, und kamen dann auf die Idee zu sagen, wie sieht es denn aus, wenn wir eine Tieferlegungsfeder fürs Auto machen? Und damals war das noch so absurd, ein Auto tiefer zu legen, das hatte niemand auf dem Schirm, dass sie dann gesagt haben, du, wenn das keiner machen will, dann machen wir selber. Und so ist dann echt Ende der 70er H&R entstanden und so kam das alles hier, was du in dieser Messe, was Tieferlegung angeht, siehst, durch die beiden H und R, also Heine und Remmen, ins Rollen. Das war genau die Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge lag, dass du uns als erstes mal erklärst, genau, was überhaupt H&R bedeutet. Also ich denke, viele wissen das gar nicht. Ja, richtig. Also es sind zwei Familien, das war Werner Heine und der Heinz Remmen. Die haben beide zusammen ja, die Firma H&R gegründet, Ende der 70er. Und haben dann gesagt, ja, also die hatten diese Vision gehabt, ein Auto muss sportlich sein, ein Auto darf auch gut aussehen. Und damals, wie das halt so war, NSU-TT fuhr damals, weiß ich noch, der Werner Heine, der hatte so ein Auto und hatte damals halt mit selbst angefertigten neuen Federn diesen NSU-TT tiefer gelegt. Und da haben doch alle damals gesagt, gibt es denn sowas? Ne? Und daraus ist das alles entstanden. Und es ging aber definitiv nur mit Federn los. Genau. Wie ging es dann weiter? Seit wann gibt es denn, ich sag jetzt mal, ein Gewindefahrwerk oder wie ist sowas entstanden? Ja, also dann der nächste Step war dann tatsächlich eine Feder-Dämpfer-Kombination, also ein Sportfahrwerk.
Und die ersten Gewindefahrwerke waren schon gleich auch in den ersten, also so Anfang 80er, 83, 84 kamen schon die ersten Gewindefahrwerke raus. Ja, und wir sind ja auch das Unternehmen, also jetzt, ne, wie gesagt. Auch direkt so für diesen Golfbereich und sowas? Ja, oder war also, das damals mehr Rennsport? Ja, nee. Also das älteste Teilegutachten für ein Gewindefahrwerk global ist eins von H&R. Das Golf 1 Gewindefahrwerk ist das älteste Gutachten, was es gibt, und das ist von uns. Das heißt, jeder Golf 1 bis Baujahr, also alles ab Baujahr 80 ist bei uns hart zulassungsfähig, ne? Legal. Und es gibt kein älteres Teilegutachten, weil wir damals als erstes damit angefangen haben. Ja, krass, das wusste ich zum Beispiel auch. Ja, das wissen viele nicht. Das ist echt so. Also falls ich meinen Golf 1 irgendwann doch nochmal mit dem Hakenzeichen fertig mache, ne? Werde ich direkt wieder Fahrwerk abholen hier. Richtig, richtig. Heute macht ihr aber nicht nur Fahrwerke. Ja, wir machen vieles mehr. Also das Programm wurde erweitert. Ja, also wir haben drei Industriezweige. Einmal klar die Industriefedern, also Pipelines, Industrie allgemein, Maschinen, Flugzeuge. Zum Beispiel unsere tiefste Feder, was viele nicht wissen, ist in einem U-Boot. Die Luke oben. Ist auch. Mit einer Feder ist die tiefste Feder, sagen wir mal so als Gag. Also ich weiß, ich war ja schon mal bei euch auch. Ihr macht aber auch so XXL-Feder, ne? Ja, komplett. Die so wirklich so... Du kannst so an Federn bei uns alles bestellen. Von wirklich super klein bis riesengroß. Space Shuttle und... So gibt's keine Grenzen. Medizintechnik auch viel. Ja, genau. Dann der nächste Zweig wäre Medizintechnik, unsere Bone Helix. Da nehme ich euch gleich mal mit. Wir haben bei uns nämlich in der Lounge so eine schöne Animation. Da kann ich euch das auch super erklären. Auch visuell, auch für die Zuschauer zeigen, ne, was damit gemeint ist. Ganz grob, angenommen, jemand bricht sich jetzt den Arm, dann hast du früher einen Marknagel eingeschlagen bekommen. Und du hast halt viel eigenes Gewebe auch damit zerstört, ne, und auch der Heilungsprozess und so weiter wird auch dadurch beeinflusst. Und wir haben halt eine Titanfeder entwickelt, die wird dir dann reingedreht, ne, du hast einen schnelleren Heilungsprozess. Die Beweglichkeit, ne, bleibt noch deutlich mehr als wie beim Marknagel da. Und ja, das haben wir auch patentiert, auch 2017 und 2018 auch Industriepreise damit gewonnen. Total neues Verfahren. Sind jetzt auch viele Krankenhäuser, arbeiten schon damit und operieren auch tatsächlich. Das heißt, es kann sogar sein, dass manche Leute hier rumlaufen, sich einen Arm gebrochen hatten und eine H&R-Feder im Arm haben. Also das gibt's auch. Crazy. Total. Ja, und dann halt natürlich der Motorsportbereich, Aftermarket und vor allem auch OE. Ne? Also es gibt auch ein paar Fahrzeugserien. Porsche Carrera GTs und so weiter zum Beispiel früher, diese GT-Modelle, Golf ER32, hatte alle Serie unserer Federn. Ja, cool. Ja, wie ihr merkt, der Mann kennt sich auf jeden Fall aus in seinem Unternehmen. Ich versuch's. Gibt sein Bestes. Ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich hatte ich einen anderen Plan für heute. Ja. Ich hätte eigentlich gerne die Dämpfer aus dem Expo ausgebaut. Hätte ich jetzt hier gerne auf den Tisch geklatscht. Ja. Aber mir war das vor den ganzen Leuten mit einer Leiter dann da oben die Dämpfer ausbauen, waren wir ja noch irgendwie ein bisschen zum Reaction. Aber ich brauche was für den Expo. Ja. Nach Möglichkeit leicht und geil. Ja. Beim Expo ist geil, man hat ja an der Vorderachse, ne, über das Pushrod-System, man sieht die Dämpfer schön. Das heißt, es muss auch optisch schön sein. Mhm. Und da werde ich dir was Geiles aus Alu. Ich brauche auf jeden Fall orangene Federn. Ja, ist kein Problem. Weil in dem Fall ist eh, ich denke mal, das wird ja eh rein Rennsport sein. Ne? Ja. So. Also es gibt eine Straßenversion für die Vorderachse. Auch für den Expo? Ja. Die kriegt man auch eingetragen, das ist auch kein Problem. Ich kann dir auch eine Ausführung natürlich für deine leistungskranke Ausführung. Also man muss dazu sagen, ich persönlich habe ja wirklich gar keine Ahnung von Fahrwerken. Ne? Also du könntest mir ein gutes und ein schlechtes Fahrwerk geben, ich würde behaupten. Also ich würde es natürlich merken, ob das gut oder schlecht ist. Aber da gibt es garantiert Leute, die das viel, viel besser hinbekommen und können und so weiter. Ich bin ja auch noch so fast Rennstreckenneuling. Ne? Also ich brauche da einfach irgendwas, was funktioniert, leicht ist. Und geil ist. Ja. Also wir werden natürlich erstmal im ersten Step deine Achslasten rausfahren, also das Auto mal auf eine Waage stellen, mal gucken, was haben wir überhaupt, was wiegt das Auto, dann dein Gewicht einrechnen, Tank, Sprit, Anbauteile, das Ganze verändert das ja. Ne? Dann haben wir erstmal einen Ist-Zustand, also einen Ist-Wert und dann bauen wir das passende Setup dafür. Dann wirst du mir sagen, du, ich fahre 70% Rennstrecke, 30% Straße oder ich nutze den so und so. Und dann schnüre ich dir ein perfektes Paket. Für die Hinterachse habt ihr ja nichts. Können Noch wir aber nicht. Bauen. Bauen, kein Problem. Wir haben es damals aus Zeitgründen nicht gemacht und weil halt die Anfrage nicht da war. Klar. Aber ich habe dir gesagt, kein Problem. Bau mal, ist es. Okay, das wäre auf jeden Fall also schon mal Projekt 1 für die Zukunft. Projekt 2, weil du gerade schon Radlasten sagst, wir müssen unbedingt noch mal an mein Limo-Fahrwerk ran. Ja.
So, wo ich ja, das war ein Fahrwerk zum Beispiel, wo ich richtig begeistert war. Ich hatte mit Limo immer das Problem, dass wenn ich so richtig stark auf der Autobahn gebremst habe, durch die Anlage hinten, durch die große Bremse auch, ne, das Auto natürlich anfing ein bisschen links, rechts und so weiter, weil der Arsch einfach viel zu weit rauskam. Ja. Ne? Und das haben wir ja mit dem Fahrwerk damals definitiv perfekt hinbekommen. Also das ja, und vor allem leicht gemacht. Und leicht gemacht, waren glaube ich in Summe 10 Kilo weniger durch diese Aludämpfer. Problem ist jetzt nur, jetzt ist das Auto so viel leichter wieder geworden. Ja, ja. Ne? Das war Dämpfer zu stark. Dass wir da definitiv ran müssen. Was müssen wir da ändern? Federpaket definitiv. Also das Federpaket und die Abstimmung der Stoßdämpfer, die passen wir an. Also muss komplett raus. Auto auf die Waage, Gewichte bestimmen und Fahrwerk raus zu uns und wir schnüren dir dann wieder halt das perfekte Paket. Ich erinnere mich auch, als ich bei euch war, ihr habt sogar für diese Dämpfer einen Prüfstand, ne? Genau. Wo ihr richtig schön simulieren, testen könnt, gucken, richtig, ob sowas noch heile ist, ob es kaputt ist und so weiter, ne? Genau. Müssen wir ja auch machen. Ne? Wir gucken uns dann an, wie ist der aktuelle Wert, ne? Wie sehen die aus, wie hast du die beansprucht und bekommst dann wieder technisch ein nagelneues Fahrwerk. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber ich denke, da können wir auf jeden Fall auch was Geiles draus machen. Ja, unbedingt doch, da können wir viel zeigen. Also ihr seid herzlich eingeladen, kommt vorbei. Und ich denke, beim X-Pro ist es alleine auch eine witzige Sache, dass du dann mal mit dem Auto fährst so, ne? Ja. Und selber mal bin so, ich übrigens so noch was nie zu sagen. Bin noch nie in X-Pro gefahren, fällt mir mal gerade so ein. So, ist eigentlich eine witzige Sache. Also ich habe ja, der John P. hat sich auch so ein Ding geholt, den habe ich letztens noch gesehen. Also interessantes Auto. Ich bin mal gespannt, wie man da so drin sitzt mit dem Helm und stelle ich mir cool vor. Ja. Also zum Geradeausfahren, was ich ja normalerweise mache, ist es halt gar nichts. Ne? Da hast du relativ schnell den Reiz verloren, weil es ist wirklich so, dass ab 70 oder 80 brauchst du eigentlich schon mindestens einen Helm, also eine Brille und einen Helm, weil einfach so viel Wind hochkommt. Ja. Ne? Und das ist halt, es schränkt halt schon ein bisschen ein. Ne? Ja, glaube ich. Gibt es irgendwas, was an den H&R-Fahrwerken, ich sag jetzt mal so, extrem besonders ist, was anders ist als bei anderen oder so, irgendwie so technologisch irgendwie euch so in den Vordergrund stellt? Also, oder ist es einfach in Summe die komplette Produktpalette, die halt H&R so besonders macht? Also eins vorweg, was natürlich das Produkt eines jeden Herstellers immer besonders macht, worauf wir sehr stolz sind, 100% made in Germany. Okay, das ist ja heutzutage also das schon ist, mal extrem wichtig. So. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das hat auch einen gewissen Status, auch alleine was die Kostenrechnung angeht. Das heißt, angeht. An eurem Standort macht ihr alles selber theoretisch? Wir machen alles selber. Ne? Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ich führe euch durchs Werk, ich zeige euch alles. Ne? Die Maschinerie von null, also wirklich vom reinen Keuldraht, der noch aufgewickelt ist, bis zur fertigen Feder. Machen wir alles bei uns selber, das zeige ich euch gerne. Ansonsten, klar, technologischer Fortschritt. Ich sag mal, jedes Haus hat so seine eigenen Patentrezepte irgendwo. Und es ist auch meistens natürlich eine Empfindungsfrage einer jeden Marke. Ja, so wie du jetzt zum Beispiel dein Audi sehr liebst und wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, keinen anderen Fahrzeughersteller so umrüsten würdest. Es geht auch so bei den Fahrwerken, sag ich mal, ne, an sich. Ich will da auch gar nicht im Endeffekt jetzt irgendwie ein Unternehmen schlecht oder gut reden. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile, sag ich einfach mal. Nachteil bei uns, unabhängig davon, dass ich hier arbeite, na, weil ich wirklich aus Überzeugung einfach hier bin. Du weißt, 2010, 11, da habe ich noch beruflich, war ich in der Logistik, bin auch schon ohne Ende Autos umgebaut und war noch nicht bei H&R und bin trotzdem H&R gefahren. Einfach die Qualität passt, Preis passt, Abstimmungen passen, Service, für mich eines der wichtigsten Merkmale heutzutage. Wenn du Probleme hast, ne, weil da zeigt sich dann wirklich jede Firma, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Hast du ein Problem und du kontaktierst denjenigen, dann zeigt er ja sein wahres Gesicht. Und bei H&R ist wirklich jeder Kunde, egal ob du einen Euro bezahlt hast, 1000 Euro bezahlt hast, jeder wird gleichgestellt und jeder ist wichtig. Und das finde ich hier so, das wird wirklich bei uns, das ist ein Status und... Ich weiß, ich hatte schon zwei, drei Mal nach ein paar Jahren auch mal Reparaturen an Dämpfer. Das war auch überhaupt gar kein Problem. Das geht auch, schickt man euch ein. Ja. Wird repariert und weiter geht's. Vor allem der Service ist auch kostenlos. Ne? Also jetzt so eine reine Fahrwerksprüfung, auch an deine Zuschauer draußen. Wenn ihr H&R-Produkte habt, Fahrwerk, irgendwas, wenn ihr habt Fragen, seid euch unschlüssig oder irgendwas kommt euch komisch vor, baut's aus, schickt uns ein, wir prüfen das kostenlos für euch. Und sofern was gemacht werden muss, tritt man dann in Kontakt. Wie viele verschiedene Fahrwerke hat H&R? Weil wenn ich so diese Kataloge auf dem Tisch sehe... Also aktuelle Anbindung würde ich mal sagen, klar, auf den Komma genau kann ich es dir nicht beantworten, nur so, aber dass es man sind mal ein Gefühl dafür hat, wie viele Modelle das sind. Über 5000. 5000 Modelle? Ja, und sogar mehr. Kann man prinzipiell sagen, dass es egal ist, ob es jetzt BMW oder Mercedes Stoßdämpfer ist, die Stoßdämpfereinheit ist die gleiche da drin? Nein. Ist selbst da alle anders? Ja, also du hast wirklich, jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Golf 7. Mhm.
Du hast bei der ganzen Plattform, da gehört ja Seat zu, Skoda zu, Audi zu, sagen wir mal so diese A3 Golf 7 Schiene, da hast du so viele unterschiedliche Fahrwerksausführungen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der eine ist frontangetrieben, der eine ist allradangetrieben, dann unterschiedliche Achslasten, der eine hat Dämpfkraftverstellung, der eine nicht, der eine ist ein Kombi, der eine nein, der eine hat die Mehrlenker-Hinterachse, der eine hat eine Starrachse. Das ist unfassbar. Der eine hat eine 50er-Klemmung, der eine hat eine 55er-Klemmung. Du hast so viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, das ist abgefahren. Ja, wie ihr hört, ich denke, wir müssen da auf jeden Fall einfach mal hin. Kommt rum. Das macht es auch deutlich einfacher als jetzt. Lamborghini, freue ich mich auch. Ja, das ist noch Punkt 3. Da müssen wir bis dahin bestimmt mit Sicherheit auch nochmal. Da habe ich zwar auch natürlich, das war das erste Alu-Fahrwerk, was ich von euch bekommen habe. Genau. Weißt du, ist ja mittlerweile. Da war er mit dem Auto sogar bei uns. Bestimmt 4-5 Jahre her mittlerweile. Ja. Wurde ich auch so angefixt von diesen Alu-Fahrwerken, weil du hebst halt diesen, jeder kennt so diesen Fahrwerkskarton, ne? Ja. Wenn man den früher zu den Ebay-Zeiten mal verschickt hat, hebt so ein Fahrwerkkarton hoch. Das waren ja immer so 30 Kilo, ne? Ja, so 25 Kilo in etwa. So, man hebt sich da immer fast einen Bruch und dann kriegst du diesen Karton mit den Aludämpfern drin, ne? Und das ist schon eine Ansage. Ja, richtig. Ne? Ja, vor allem gerade bei dir, ne? Der sogar jede Schraube da irgendwie leichter machen will, dann ist es ja ein Anspruch für uns, da irgendwie auch mitzuwirken. Ne? Ne? Genau. Ja, geil. Nee, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe vorhin beim Kommen schon gesagt, normalerweise hattet ihr mehr Rennsportfahrzeuge auf dem Stand. Genau, das haben wir dieses Jahr so ein bisschen vernachlässigt, weil ja, es hat so gezeigt, die ganzen Rennwagen und sowas, ne, das ist zwar interessant an sich, aber der Otto-Normalverbraucher kann da nicht so auf einer Messe wirklich viel anfangen. Ne, weil du siehst so ein Auto und denkst dir so, ja okay, der fährt jetzt in der Rennserie mit, aber wir haben halt immer damit gezeigt, wir schaffen den Spagat vom Rennsport auf die Straße. Ne, also wir sammeln viel Erfahrung. Wir sind ja zum Beispiel auch Hauptsponsor bei der VLN, ne, also die ganze Rundstreckenklasse. Und da holen wir uns halt auch viel Erfahrung und projizieren das auf die Straße wieder. Aber der, hast es ja gesehen, so vom Andrang und vom Interesse sind halt wirklich so diese Straßenautos das, was der Kunde sehen will. Ne? Wenn ihr da jetzt so einen super teuren AMG GTR oder sowas wie letztes Jahr stehen hast, den gucken sich halt meistens viele an und denken sich, ja okay, aber so wirklich was mit anfangen kann da keiner was. Vielleicht müssen wir mal deine Limo oder dein Lambo nächstes Jahr hier starten. Dein Lambo? Ja, wenn das wäre eine Idee. Ja, das Problem ist, wenn der fertig ist, muss ich ihn leider natürlich das erste Mal selber aufstellen. Ja. Aber Limo oder so, immer gerne, ist kein Problem. Oder erstmal muss Lambo ja fertig sein, ne? Das ist ja leider noch ein weiter Weg. Aber der ursprüngliche Plan war ja, dass unser lieber Philipp, ich habe letztes Jahr im September geheiratet, dass er mit dem Lambo da hinkommt. Hat nicht ganz geklappt. Ja, nee, war leider nicht machbar. Ja, aber ich bin dran, dass es auf jeden Fall wird. Ich freue mich. Ich würde jetzt ungern auf die einzelnen Autos eingehen, weil wir halt einfach auf der Automesse sind. Es gibt halt überall Autos hier. Wir blenden aber gleich eure Autos trotzdem einmal kurz ein bisschen pornmäßig ein. Ja, so. Mich würde noch eine einzige Frage interessieren, die ich fast jedem hier stelle. Ändert sich irgendwas an der Szene? Also merkt ihr beim Fahrwerksverkauf Entwicklung und so weiter, ob irgendwas anders ist oder ist es nach wie vor so, Autos müssen tiefer sein und so weiter, am besten härter sein? Also klar, der Anspruch an den Komfort steigt extrem. Ja, also dieses wie früher zum Beispiel, wo jeder am liebsten sich eine Eisenstange quasi da hingebaut hat, das ist natürlich komplett vorbei. Aber so waren wir auch noch nie. Ist immer so eine schöne, sportlich komfortable Abstimmung. Aber ich sag mal, der Trend von diesen wirklich super teuren Gewindefahrwerken an sich, würde ich nicht sagen, schwächt ab. Aber die Gewindefedern, die wir halt jetzt auf den Markt gebracht haben, ist halt eine super coole Alternative. Weil du bist kostengünstiger und du kannst halt dein bestehendes adaptives Fahrwerk, sofern vorhanden oder halt auch ohne, zu einem Gewindefahrwerk upgraden, mehr oder weniger. Also du kannst, hast eine Höhenverstellung und das kommt jetzt gerade richtig gut durch. Ne? Da sind wir bei einem Punkt, das können wir auf jeden Fall mal zeigen. Habt ihr solche Gewindefeder irgendwo? Zum Beispiel hier, das wäre jetzt BMW M2, M3, M4, ne, ganz gut zu erkennen. Das ist der Originalstoßdämpfer. Mhm. Der bleibt auch unverändert, originales Domlager. Jetzt bekommst du von uns ein Kit mit einer Höhenverstellung. Das heißt, der Originaldämpfer wird quasi abgegradet auf einen höhenverstellbaren Stoßdämpfer mit der passenden Feder dazu. Du hast nach wie vor deine adaptive Verstellung, also kannst du auf Komfort, Sport, alles verstellen. Hast nicht Unsummen von Geld für den Stoßdämpfer ausgegeben und kannst trotzdem dein Auto hoch und runter schrauben. Und das Ganze harmoniert dann aber genauso gut wie Serie, wenn nicht sogar noch besser. Besser. Besser sogar, ne? Wie ist da so der Verstellbereich? Also jetzt zum Beispiel beim M2, M3, M4 liegt es zwischen 20 und 40 mm. Und du hast auch viele Modelle, Mercedes, VW Golf und sowas, die ganze Plattform. Da sind noch teilweise bis 55 mm drin. Und ist halt wirklich eine schöne Alternative. Ne? Also sagen wir mal, derjenige, der sagt, da Federn reichen mir,
Fahrwerksdämpfer und sowas, das muss ich jetzt nicht tauschen. Ja, ja, ja. Der kann jetzt auch ab sofort auf die Gewindefedern zurückgreifen. Muss der Stoßdämpfer ausgebaut werden, um das zu montieren? Nicht zwingend. Aber wahrscheinlich bei vielen Modellen. Es ist vom Verbau natürlich einfacher und komfortabler, keine Frage. Aber zwingend jetzt zum Beispiel in dem Fall nein. Mhm. Es würde reichen, du zerlegst das, also machst das Domlager oben lose, drückst den Anschenkel runter, ziehst ihn aus dem Radhaus raus, Federspanner, Federhöhenverstellung drauf, Domlager drauf, oben wieder rein, montieren, fertig. Ja, cool. Und da sagst du, das ist so das aktuelle Zeitalter, wo viel Bedarf ist, wo viel gemacht wird. Also so die Anfragen für die Sportfedern, das Gewindefahrwerk, würde ich sagen, abschwächen gar nicht. Also es ist immer noch nach wie vor und sogar für uns messbar deutlich mehr von Jahr zu Jahr. Also es steigt immer noch. Und du merkst einfach, ein Kunde kauft ein Auto, das erste, woran er denkt, Räder tiefer legen. Also die Tieferlegung ist einfach Bestandteil, das muss sein. Und ich meine, sag mal ehrlich zu dir selber, du kannst dir das tollste Auto kaufen, du kannst Stoßstangen, alles umbauen, machen und tun, ist der Wagen nicht tief, sieht es nicht aus. Ja, ja klar, nee, keine Frage. Und jeder will das Handling und die Performance natürlich auch verbessern. Das heißt, jeder, der am Ende dann vielleicht auch doch Angst hat, dass mit ein paar Tieferlegungsfedern der Arsch wieder so typisch ein bisschen runterhängt, kauft sich sowas, dann kann das einfach reinstellen. Genau. Wobei du das bei den Federn auch nicht hast. Ne? Das ist dann halt immer, fährst du beladen oder nicht. Aber ich sag jetzt mal in dem Fall, du hast einen Kombi, du belädst den oft und du weißt das, kannst du dir den so passend schrauben und bist natürlich preis-leistungstechnisch natürlich ganz vorne dabei. Tja, jetzt haben wir eigentlich nur auf der Stelle gestanden und gelabert. Ich wusste aber, da ist Selim ein cooler Typ, das kriegen wir das trotzdem hin. Okay. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich komme dich auf jeden Fall mal besuchen. Ja, ich freue mich. Und dann zeigen wir euch noch mal ein bisschen intensiver Thematik Schuss. Genau, so machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You.